Und dann, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 2. Ja, wir sind wieder aktiv hier und stehen hier immer noch hinter dem Fass. Und müssen jetzt irgendwie, glaube ich... Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Irgendwie immer mit der Steuerung jetzt wieder klarkommen. Das ist auf jeden Fall schlagen. Gucken wir mal erstmal, wo wir hin müssen hier. Bestimmt eine Karte. Okay, wir sind jetzt da oben. Hä? Aber wie ist denn jetzt nicht mehr hier? Ja, okay. Da müssen wir also hin. Da vorne ist die Tür. Dann machen wir uns auch da hin. Warte nochmal hocken hier. Okay, so hocken nicht. So, öffnen wir die Tür hier. Gucken mal da rein, was jetzt passiert. Ah, wir sind wieder draußen. Okay. Gucken wir da rein? Nee, verschlossen. Oh, wer macht denn hier die Türen zu, ey? Ich hätte dumm Bolzen, ne? Hier Kräuter sammeln, ja. Ist immer gut. So, hier, komm hier irgendwo hin. Nö. Nö. Auch zu. Komm, schießen vielleicht. Nix da, auch nix. Gar nix, schade. Suchen. Suchen. Kisten, ich mag Kisten. Ja, die kann man mal durchsuchen, schön. Yay, so, was haben wir hier? Ja, nicht schlecht aus. So, kann man hier irgendwo runter oder sind wir hier falsch? Aber mal erstmal die Kisten durchsuchen. Da sind wir bestimmt noch schöne Sachen. Diamantenstaub, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nochmal da runter, da ist noch eine Kiste. Kann man leider nicht aufheben, schade. Boah, mein Rücken sieht ganz schön. Ja. Sehr fies aus. Machen wir einfach mal platt hier, die Burschen. Drüben hat doch gerade... Irgendwann hat er gerade hier drüben gerufen, oder? Nur da hinten hat jemand hier drüben gerufen. Okay. Aber ich bin ein Fässerdurchsucher, also... Erstmal alle Pakete durchsuchen, vielleicht. Finde ich ja noch was Schönes. Irgendwas finde ich immer. Ist da unten noch was? Nee. Was war das denn? Da ist noch ein Strauch. Was haben wir da? Da ist auch noch was hier. Ist die Tür offen? Wahrscheinlich eher nicht. So, wer ist sie denn hier? Da ist sie wieder. Okay. Warum lassen die mich jetzt in Ruhe? Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schickse des Königsmörders. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssen. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Captain wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien. Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Natalis kann wieder eine echte Ordnung herstellen.
Nathalys ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, ja, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium. Dann auf nach Flotsam. Flotsam? Triss? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du noch meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Und du musst mir von Yennefer erzählen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was wehtut. Oh Gott. Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Taue sind klar. Jetzt geht's los. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die macht Spaß. Kriege sind gute Gelegenheiten, um Freundschaften zu schließen. Doch Arjan Lavalette war zu beschäftigt, damit Mauern zu bauen und das Schwert zu schwingen. Und als er nicht mehr war, mussten die, die er geliebt hatte, sich zu jenen flüchten, die er gehasst hatte. Okay. Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man unglücklicherweise als Mörder gilt. Oh. Erst recht nicht für jemanden wie Geralt von Riva. Dieses Pech. Ich kenne den Hexer gut und weiß, dass ihm Könige, Höfe und Politik nicht die Krone scheren. Sei's drum. Das Leben ist schließlich kein endloser Frühlingsritt. Bisweilen zwingt es uns dazu, uns mit Widerlingen wie Vernon Roche zu arrangieren. Nun, ich rechtfertige mich nicht. Denn ich hatte meine Gründe. Die Fahrt nach Flotsam über war der Hexer in Gespräche vertieft. Während das Wasser in die Planken schlug, erzählte Triss vom Kind der Überraschung und der zerstörerischen Liebe, die den Hexer mit der Zauberin Yennefer verband. Von seiner Lebensgeschichte, die man ihm genommen hatte. Ich langweile doch niemanden. Nein, man möge dies Werk nicht zur Seite legen. Um der außergewöhnlichen Persönlichkeit willen, die in Kürze ihren Auftritt hat. Unterm Galgen. Galgen? Das wollen wir noch sehen, ob da Galgen ins Spiel kommt. Niemals werde ich mich galgen lassen. Galgen. Wo lebt der denn? Das sieht aber schön aus hier. Schönes Grün. Wer denn? Hm. Er hat auf jeden Fall was getötet. Oh, wahrscheinlich ist er ein ekliger Goblin, oder? Was ist er denn? Was kenne ich ja noch aus Half-Life 2? Oder Half-Life? Was ist du denn? Und jetzt? Schmeißt du ihn da runter? Okay. Jetzt wird's wirklich Half-Life. Hallo, was auch immer du bist. Er steht in Sinn gerade ein wenig. Was hat das jetzt mit der Geschichte zu tun? Weiß nicht. Irgendwie. War eine lange Videosequenz. Es tut mir leid, aber das Spiel hat noch mal eine lange Videosequenz. Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden.
Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von dem erwähnt, durchlauchtigster Herr von Eddern, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Der Scheißtyp, der uns... Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Eddern nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Skulltin. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schert mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Dein Schützling hat den Necker erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Ha! Scheiß Typ, ey. Natürlich sind die sich einig. Lecker. Jetzt scheint es mit der Hauptstory ja nicht weiter zu gehen. Das ist ja schön, das freut mich mal. Gegenwart, Grenze, Temerin, Aedirin, Aedirin, Akt 1. Da sind wir also angekommen, in dem komischen Wald. Krass, wie die Teile, die geachtet haben, die Entwickler. Echt. Flotsam müsste da hinter der Landzunge sein. Gehen wir am Strand entlang. Gehen wir? Wer wir? Du und ich. Kundschaften. Ich komme mit. Besser nicht. Es könnte brenzlig werden. Wir wissen nicht, wie sie uns empfangen. Und deshalb lasse ich euch nicht allein losziehen. Irgendwer muss sich um euch kümmern. Ja, okay, dann komme ich mit. So. Was denn? Hat sie ihre Tage? Ja, was? Was gibt's Neues? Ja. Hexer. Wir warten. Springen. Gibt es Nachrichten von deinem mysteriösen Informanten? Der Hafen ist blockiert. Die Kaufleute sitzen hier zum Teil schon seit Wochen fest. Im Wald muss es doch Pfade geben. Im Wald herrscht Jorvet. Also. Gehen wir. Ja, ich bin dabei, mein Brötchen. So schnell bin ich nicht. Warum ist er denn tot? Weißt du, wo wir sind? Im Wald? Wie witzig. Weißt du, wem dieser Wald gehört? Jorvet? Ich weiß mehr über das Pontertal, als du meinst. Auch das Foltest, dieses Land vor ein paar Jahren dem Event abgeknöpft hat. Du warst wohl dabei? Oh, kann man da durchgehen? Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Ja, das ist der Elf von vorhin. Wo ist er doch schon? Der scheiß Elf. Das... Vernonrosch. Seit 4 Jahren Anführer der temerischen Sondereinheit. Oh. Diener des temerischen Königs. Verantwortlich für die Befriedung des Mahakam-Vorlands. Elfenjäger, Mörder von Frauen und Kindern. Ah, okay. Zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jorvet, gewöhnlicher Hurensohn. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Hurensohn? Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald Geil. Auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger.
Wir brauchen ihn lebend. Hast du einen Zauber, der passt? Rede mit ihm. Muss mich konzentrieren. Ich versuch's. Komm runter und wir beenden das. Ich warte. Ha! Du bist ein ehrloser Mann, Warnenrosch. Mit Ungeziefer duelliert man sich nicht, sondern man zertritt es. Da höre ich doch nicht wieder die alte elfische Leier. Was meinst du damit, Hexer? Solche wie dich kenne ich. Stolze Enseide, die sich in den Wäldern verstecken. Ratlos, hinter einer Maske aus immer mehr Grausamkeit. Ich habe geholfen, Roschs König zu töten. Das nennst du ratlos? Oder nennst du mich Terrorist? Die Freiheit schenkt einem keiner, Hexer. Die muss man sich selbst erkämpfen. Yep. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoriatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Triss, los! Ach, verdammt, ging in die Hose. Geil. Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Okay, und du? Geralt, der Zauber wirkt noch. Geh nicht weg. Was ist los? Keiner mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab. Zum Boot? Nein, auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Flotsam durchschlagen. Ja, weg! Lässt du wohl die Pfoten von meinem Himmel?